Herzlich willkommen zu Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Es begrüßt dich das Team My Dart Coach und wünscht dir viel Spaß mit dieser Folge von Behind the Board. So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Behind the Board, dem My Dart Coach Spieler Podcast. Ausgabe Nummer 16 und die letzte in diesem Jahr 2022, wo wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Und dieses Jahr hat sich viel getan, nicht nur bei uns im Team My Dart Coach, sondern auch bei jedem Spieler einzeln. Und deswegen haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werde ich mit jedem unserer Spieler 10 Minuten Pi mal Daumen, so zu zweit hier im Podcast ein wenig das Jahr reflektieren, einen kleinen Jahresrückblick machen, an jeden dieser Spieler 10 Fragen stellen, um das Jahr des Spielers ein bisschen durchzugehen, dass ihr da nochmal ja exklusive Einblicke bekommt im Spielerrückblick auf das Jahr. Und der Erste, der sich heute bereit erklärt hat, hier mit mir diesen Podcast aufzunehmen, zu gestalten, ist der Herr, bei dem sich in diesem Jahr ganz schön viel getan hat. Hallo Ricardo. Moin. Ricardo, erste Frage an dich. Wie geht es dir aktuell? Was macht dein Dartspiel im Moment? Stand Dezember 2022. Ja, ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall verbessert im Laufe des Jahres. Im Moment, ja, habe mich ja nicht für die WM qualifizieren können. Deswegen konzentriere ich mich jetzt gerade so ein bisschen auf kleinere Turniere, wo ich dann auch den einen oder anderen eine Freude machen kann, dass ich halt da bin. Was ich auch nicht ganz verstehe, dass sich Leute freuen, dass ich da bin, aber gut. Damon Hatter hat sich auf jeden Fall nicht gefreut, dass du bei den Players Championship Finals warst. Nee, der hat sich nicht so gefreut, nee, das stimmt. Nee, aber so kleinere Turniere und ja, gerade jetzt auch das Turnier in Herborn, wo ich jedes Jahr jetzt hinfahre, das macht mir immer sehr viel Spaß da und ja, ist auch ein schöner Modus mit vielen Turnieren an 3 Tagen. Ja. Wenn du einen Monat aus diesem Jahr noch einmal erleben dürftest, welcher Monat wäre es und warum? Boah, das ist eine gute Frage. Das wüsste ich jetzt gar nicht so. Würde jetzt so ungefähr jeden Monat im Sommer nehmen. Weil ich bin einfach kein Wintertyp. Ich weiß nicht, im Winter bin ich eher so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich bin halt kälteempfindlich, was das Dartspielen angeht. Gar nicht mal so, wenn ich draußen bin oder so, sondern wenn ich halt Dart spiele, bin ich sehr kälteempfindlich. Meine Hand verkrampft da sehr schnell. Und ja, deswegen bin ich eher so Sommer und ja, welchen Monat? Boah, gute Frage. Wüsste ich jetzt gar nicht. Also wäre es nicht der Januar mit der Q-School noch einmal das zu erleben? Tatsächlich nicht, nee, tatsächlich nicht. Also es hat mich natürlich sehr gefreut, ja, aber ich glaube, wenn ich das öfters mitmache, ich glaube, irgendwann setzt mein Herz aus. Das glaube ich auch. Zum Glück, oder ich sag mal, hoffen wir mal, dass du es nicht nochmal durchleben musst und ja, diesen Status jetzt so weiterhalten kannst. Ja, hoffe ich ja. Ricardo, was hast du dieses Jahr gelernt und was nimmst du mit aus diesem Jahr für die Zukunft? Auf jeden Fall, dass man sich von seinem Gegner nicht fertig machen lassen darf. Sondern halt immer sich auf sein Spiel zu konzentrieren. Ein, zwei Spiele hatte ich auf der Tour jetzt, wo ich gesagt habe, ja, der Gegner hat mich halt komplett rausgebracht. Und seitdem ist das halt nicht mehr wirklich passiert, sondern ich habe mich komplett auf mein Spiel konzentriert. Und mir war auch wirklich egal, wer da vor mir stand. Ich habe halt immer mein Bestes gegeben und ja. Und das war, glaube ich, auch das beste Beispiel gegen Hatter. Mir war egal, gegen wen ich da gespielt habe. Ich habe halt einfach meinen Stiefel runtergespielt. Ich habe natürlich auch von seinen Fehlern profitiert, war klar. Aber am Ende war es mir wurscht, ob es die Nummer 780 ist oder Nummer 1 oder keine Ahnung was. Das sollte einem auch eigentlich wurscht sein. Aber am Anfang des Jahres war es noch so, ja, okay, was mache ich hier? Ja. Vielleicht jetzt auch eine relativ tiefsinnige Frage oder ehrliche Frage. Was würdest du sagen, war dein Tiefpunkt in diesem Jahr? Also was ist ein Moment, wo du sagst, das war nicht besonders gut, aber das habe ich durchlebt, das habe ich überwunden, das habe ich geschafft?
Ah, das war tatsächlich so am Anfang des Jahres, wo ich dann auch gesagt habe, oh nee, das macht mich vom Kopf her so kaputt, dass ich jetzt da bin und eigentlich nur auf die Fresse bekomme die ganze Zeit, dass ich maximal mal ein Spiel gewinne, wenn überhaupt. Ich hatte auch Wochenenden drin, da bin ich hingefahren, habe dreimal verloren und bin wieder nach Hause gefahren oder geflogen. Und das hat mich halt manchmal so vom Kopf her fertig gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss meine Tourcard zurückgeben, weil sonst höre ich Startspielen auf. Und ja, das war so mein Tiefpunkt. Ich bin froh, dass ich da jetzt rausgekommen bin, auch gemerkt habe, dass ich halt auch aus so einem Tief auch mal rauskommen kann. Dass ich halt auch stärker so zurückkomme dann aus so einem Tief. Was war vielleicht für dich so der Weg, da rauszukommen, den Spaß wieder am Dart zu finden? Ich glaube tatsächlich, dass ich am Anfang einen großen Fehler gemacht habe. Ich habe mich versucht, krampfhaft zu konzentrieren und habe halt mich eingespielt, die ganze Zeit nur mit Kopfhörern und laute Musik gehört und alles. Und ich glaube, das war so ein Fehler, mal die ganzen Eindrücke einfach auszublenden sozusagen. Und das habe ich dann Mitte des Jahres, habe ich das tatsächlich mal einfach mal ausprobiert. Einfach mal ohne Kopfhörer zu spielen, einfach nur mich mal drauf einzulassen. Und da hat man dann auch sofort gemerkt, ja, es läuft besser. Und seitdem spiele ich auch nicht mehr mit Kopfhörern oder halt spiele mich ein mit Kopfhörern. Das habe ich dann irgendwann sein lassen. Und seitdem läuft das auch halt einigermaßen gut, würde ich sagen. Doch, würde ich auch sagen. Also Jo. einigermaßen gut beschrieben. Da hast du Ja. es ganz gut beschrieben. Also das läuft sehr gut. Wenn du das Ergebnis von einem Spiel dieses Jahr im Nachhinein ändern könntest, welches Spiel wäre es und wie würdest du das Ergebnis verändern? Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, im Oktober habe ich ja zweimal gegen Humphreys gespielt. Im ersten Tag, glaube ich, habe ich in der zweiten Runde gegen ihn gespielt. Oder Richtig, stimmt. in der zweiten Runde gegen ihn gespielt. Und am vierten Tag im Halbfinale. Und ich würde tatsächlich dann das Zweitrundenspiel am ersten Tag würde ich zugunsten für mich gerne ändern wollen. Vor allen Dingen, weil ich halt da auch die Chancen hatte. Und ja, das waren halt so Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, das war vielleicht so ein Ticken zu viel für mich. Ich hatte, ich glaube, 4 oder 5 Matchstarts bei 5-4. Und ja, ich glaube, wenn ich das eine Mal geschlagen hätte, ich glaube, dann wäre das Halbfinale am vierten Tag, glaube ich, auch nochmal spannender geworden, weil er dann halt schon mal den Druck hatte, oh, der hat mich schon mal geschlagen. Ja, dann Ja. hättest du eine 100% positive Bilanz gegen Luke Humphries gehabt. Genau. Das wäre tatsächlich so das Ergebnis, was ich mir hätte anders wünschen wollen. Ja. Jetzt mal, davon abgesehen, dass ich halt im Halbfinale nochmal gegen ihn gespielt habe. Aber ja, keine Ahnung, das war halt so, war sehr ärgerlich. Ja. Welches ist für dich so das Spiel des Jahres aus dem Jahr 2022 von allen Dartspielen, die im TV gelaufen sind? Puh, ich muss sagen, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig verfolgt dieses Jahr, weil ich ja selber gespielt habe und Wochenende oft unterwegs war und unter der Woche oft unterwegs bin und habe ich eigentlich gar nicht wirklich die Zeit, auch mich noch dafür zu, das halt zu gucken, so die Majors und so alles. Natürlich guckt man ab und zu mal so ein bisschen die Highlights und alles, aber so wirklich schauen, tue ich das jetzt eigentlich nicht mehr wirklich. Habe ich auch mehr getan, als ich noch keine Tourcard hatte. Aber jetzt so wirklich, jetzt denke ich mir halt auch, ja, um halt weiterzukommen, darf ich mich gar nicht mehr so darauf fixieren, was die anderen machen, sondern was ich mache. Okay, dann nehmen wir einfach Petretschko Hatter und haken das schnell ab. Das hört sich gut an. Das war auf jeden Fall mein Wenn du im nächsten Jahr
eine Kreuzfahrt für zwei Personen gewinnen würdest und du müsstest einen weiteren der fünf Spieler aus dem Team My Dart Coach mitnehmen, wen würdest du mitnehmen? Boah. Ich glaube, zum Feiern wäre es Niklas. Und wenn ich es eher so ein bisschen ruhiger angehen würde, ich glaube dann tatsächlich Felix. Würde ich sagen. Okay. Weil ich glaube, der hat auch mal so ab und zu mal Tage drin, wo er halt einfach mal abschalten will und einfach sich mal einfach mal genießen will, sozusagen. Ja. Hm. Naja, dann macht ihr euch zwei da eine schöne Zeit. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist dein Lieblingsgegner in diesem Jahr gewesen? Also wenn du gesehen hast, ich spiele gegen Spieler XY, bei wem hast du dich am meisten gefreut? Boah, es ist immer eigentlich von Spieler zu Spiel, eigentlich immer anders und vor allen Dingen von Tag zu Tag immer anders. Also man muss ja sagen, in dem Jahr, Brad Clayton zum Beispiel, der hat ja, gegen den habe ich, glaube ich, sogar noch eine 100%-Quote. Nee, hast du nicht. Als ich diese Frage für euch alle geschrieben habe, kam mir bei dir eigentlich auch nur zwei Spieler in den Sinn als Antwort, entweder Chris Dobie oder Brad Clayton, weil laut der Losfee der PDC hast du irgendwie, keine Ahnung, viermal gegen Brad Clayton gespielt oder so. Ja, stimmt. Und dreimal habe ich nur gewonnen. Ich glaube, einmal verloren, dreimal gewonnen, auch die dreimal relativ klar, aber... Das kann sehr gut möglich sein, aber ich muss sagen, bei Dobie hat es mich in der Situation nicht wirklich gefreut, dass ich gegen ihn spielen muss, weil es halt auch so, diese Situation war kurz vor dem Player Championship Finals und keine Ahnung, da hätte ich mir doch eher einen anderen Gegner gewünscht. Natürlich hat es mich gefreut, mal gegen meinen Lieblingsgegner, gegen meinen Lieblingsspieler zu spielen, aber war halt, ja, sorry, war halt doch immer in der Situation nicht so toll, ne. Aber sonst war... würde mir jetzt tatsächlich nur Damon Hatter einfallen. Nicht nur, weil ich ihn geschlagen habe, sondern auch einfach so, weil ich den eigentlich auch ganz einen ganz angenehmen Typen finde. So, ja. Ja, muss ich mich jetzt mal in privater Sache anschließen. Ich mag Damon Hatter auch ziemlich gerne von seinem gesamten Auftreten und sowas. Ist mir sehr sympathisch. Was sind deine selbst erklärten Ziele für das kommende Jahr? Auf jeden Fall Tourcard halten, irgendwie unter die ersten 64 mich eiern und ja, irgendwie zu schaffen, dass ich halt einmal bei der WM bin. Das war schon so ein Kindheitstraum, sage ich jetzt mal, obwohl ich ja erst 11 Jahre spiele oder 12. Das ist so, ja, einmal WM wäre schon ganz cool. Ja. Letzte Frage, da heute, wo der Podcast rauskommt, die Dart-WM beginnt. Wer wird Weltmeister? Ich habe ja das ausgefüllt, dies von My Dart Coach, diese Prognose. Und guter Werbeblock. Bei mir kam tatsächlich Michael Smith raus. Michael Smith, okay. Ja. Interessanter Call. Ich glaube tatsächlich, dass bei ihm so ein kleiner Knoten geplatzt ist. Auch mit den, ich glaube, UK Open hat er gewonnen. Nee? Ah, Grand Slam hat er gewonnen. Grand Slam hat er gewonnen. Ja, Grand Slam. Finale gegen Noppert war es bei den UK Open. Stimmt, und ich glaube tatsächlich, dass da so ein kleiner Knoten bei ihm geplatzt ist und er jetzt eins nach dem anderen holt. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Also ich glaube, was war es, 3 oder 4 Major-Finals, ein Major gewonnen dieses Jahr? Mehr, glaube ich sogar. Ich glaube, im 8. Versuch oder so. Achso, dieses Jahr. Ja, dieses Jahr. Okay. Also 8. Major-Finale, aber ich glaube, dieses Jahr 3 Major-Finals gespielt und 1 gewonnen, wenn ich mich nicht vertue. Aber ist ein interessanter Call. Ricardo, ich danke dir für die Zeit, für den ehrlichen Jahresrückblick. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wir werden dann im nächsten Jahr noch eine ganze Menge Zeit hier im Podcast verbringen und das ein oder andere durchsprechen. Danke dir und jetzt geht es dann weiter mit dem nächsten Spieler. Mach's gut, Ricardo. Bis, Danny.
Du suchst die passende Unterstützung, um optimal trainieren zu können? Dann ist die MyDartCoach-App genau das, was du suchst. Die MyDartCoach-App bietet dir alles, was du zum Trainieren brauchst, damit du dich schnellstmöglich bestmöglich verbesserst und auch bald auf der großen Dartbühne spielen kannst. Genauso wie die Spieler aus dem Team MyDartCoach. Denn MyDartCoach bietet außerdem für junge Dart-Talente ein Sponsoring- und Managementprogramm an. Informiere dich auf unserer Website mydartcoach.com über die MyDartCoach-App oder Sponsoring- und Managementangebote. So, der nächste Spieler, der sich aus dem Team hier die Zeit für mich und den Podcast genommen hat, ist der momentan etwas kränkelnde Marvin Koch. Hallo Marvin. Moin, grüßt euch. Marvin, erste Frage. Wie geht's dir aktuell? Was macht dein Dartspiel im Moment? Stand Dezember 2022. Ich sag mal so, das Dartspiel steht still, weil man hört es wahrscheinlich auch, geht sehr durchwachsen seit 2 Wochen. Von daher ist da momentan wenig möglich. Du hast dir irgendwie beim letzten Ligaspiel was eingefangen und liegst seitdem flach, oder? Genau, also da haben sich wohl ein paar Leute was eingefangen. Meine Freundin auch, die liegt auch zu Hause flach. Schwierig. Ja, trotzdem großen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und dich so halbwegs im Bett aufgerichtet hast, um hier diesen Podcast nochmal mit aufzunehmen und kurz nochmal 10 Minuten das Jahr Revue passieren zu lassen. Gute Besserung von der ganzen Podcast-Community an dich an dieser Stelle. Marvin, wenn du einen Monat aus diesem Jahr noch einmal erleben dürftest, welcher Monat wäre es und warum? Ich würde sagen November, weil da die Super League war. Und ich würde im Nachhinein jetzt gern den einen Sieg noch mehr holen, um die Hauptrunde geschafft zu haben. Aber ja, ist wie es ist. Was hast du dieses Jahr gelernt und was nimmst du mit aus diesem Jahr für die Zukunft? Was ich gelernt habe, dass das, was man vielleicht beim normalen Training oder in lokalen Turnieren leicht umsetzen kann, nicht immer dann funktioniert, wenn man halt vor vielleicht vielen Leuten spielt oder vor TV-Kameras, dass man dann manchmal Sachen unbewusst macht, die man sonst halt nicht macht oder dass man einen normalen Ablauf halt nicht immer dann so hinkriegt, wie man es bei entspannteren Situationen hinkriegt. Und das sind so Sachen, die mir im Nachhinein bei einer Analyse aufgefallen sind. Und da kann man definitiv noch dran arbeiten. Stichwort die Zunge. Na, das ist gar nicht mal so, aber meine mentalen Pausen vor wichtigen Checkdarts, also ich gerade auch im Spiel gegen Gerdon dann oft einfach den letzten auf die 170 raufgeworfen, nicht die Zeit genommen. Manchmal einfach auch ein bisschen verwirrt gewesen, wenn der Caller sich mal verrechnet hat oder wenn der Gegner dann vielleicht auch manchmal versucht hat, einen ein bisschen zu in seinem Spiel zu stören. Aber das sind alles noch so Sachen, wo man halt besser mit umgehen muss, als das da der Fall war. Vielleicht etwas tiefsinniger jetzt. Was würdest du sagen, was war dein Tiefpunkt in diesem Jahr? Also was ist ein Moment, wo du sagst, das war nicht besonders gut, aber das habe ich durchlebt, das habe ich überwunden? Also mein Tiefpunkt war, ich weiß nicht, war es August oder September bei den Associate Member Qualifier. Die Woche vorher war noch Development Tour, das lief richtig gut, ich glaube mit 2x Top 16 auch. Die anderen Turniere auch gut gespielt, also allgemein gute Form gehabt. Ihr Lokal hier, die Weserberg dann Premier League gewonnen. Also es lief eigentlich wirklich, egal bei jedem Turnier, optimal. Und dann hatte man halt nochmal diese Qualifier, nochmal die Chance, um für die European Tour Gibraltar und Vize war es, glaube ich, Belgien. Dort zu qualifizieren. Und dort hatte ich halt wirklich gute Hoffnung, weil halt auch bei den Teilnehmern halt nur ungefähr 30 Spieler waren. Und keine Ahnung, da war das erste Mal wirklich der Glaube richtig da, dass man sich qualifizieren könnte und dann ging halt wirklich in beiden Erstrundenspielen absolut gar nichts. Also im Score war es wirklich gut, aber sobald man auf Doppel kam, hat man wirklich da 4, 5, 6 Legs verschenkt. Und das kann man halt gegen so Leute wie Marcel Erber oder ich glaube der andere war auch ein Bundesligaspieler aus Deutschland, kann man halt dann nicht machen auf dem Niveau. Ja. Das war dann sehr frustrierend, da zweimal in der ersten Runde rauszugehen, obwohl man eigentlich eine gute Form hatte, sich viel vorgenommen hatte.
Und wie gesagt, die Turniere in der Woche davor wirklich auch sehr, sehr gut gelaufen sind, war das dann eigentlich so ein bisschen überraschend enttäuschend. Wenn du das Ergebnis von einem Spiel dieses Jahr im Nachhinein ändern könntest, welches Spiel wäre dies und wie würdest du das Ergebnis verändern? Ja, ist für mich auch das Live-Spiel gegen Marcel Gerdon, wo ich 2-0 führe, das dann noch verliere. Und am Ende halt auch durch das Spiel halt oder durch die beiden direkten Duelle halt den einen Sieg zu wenig habe. Gerade in dem Spiel war ich halt eigentlich wirklich in jedem Leck vom Scoring besser. Habe aber dann irgendwann nachgelassen. Also auch wenn man sich das anguckt, die ersten beiden Lecks, habe ich mir gerade auf Check meine Zeit genommen, meine Ruhe genommen, meine Ritual durchgegangen. Und irgendwann, ich weiß auch nicht warum, weil ich vielleicht dachte, es läuft so oder so, habe ich damit aufgehört und halt wirklich absolut kein Doppel mehr getroffen. Also Triple, da hätte ich gefühlt blind werfen können. Da kam immer noch 140 rum. Aber wenn du dann halt nicht checkst und halt wirklich 3, 4, 5 Legs abgibst in so einem wichtigen Spiel, ist das halt einfach dann, trotz dass es ein gutes Niveau war, halt sehr, sehr ärgerlich im Nachhinein. Es war vermeidbar. Welches ist für dich so das Spiel des Jahres aus dem Jahr 2022 von allen Dartspielen, die im TV gelaufen sind? Und TV spielen. Ja. Boah, ich habe gar nicht so viel gesehen, weil ich halt viel selber gespielt habe. Würde aber sagen, Josh Rock gegen Michael van Gerwen. Beim Grand Slam müsste es gewesen sein. Also das war, ja, also wer Josh Rock von der Development Tour kennt, der hat halt wirklich da immer abgeliefert, viele Turniere gewonnen. Spielt dann, glaube ich, sein, keine Ahnung, zweites, drittes Bühnenspiel dort gegen Michael van Gerwen. Und ja, reißt dann Feuerwerk ab. Im zweiten Leck gleich 9 Data. Die spielen beide das komplette Spiel irgendwie um die 105. Und ja, Van Gerwen halt überragend, halt diese 142, die er checkt. Am Ende der einzige Grund, warum er noch gerade so gegen Josh Rock gewinnt. Das Spiel fand ich sehr stark. Ja, wenn du im nächsten Jahr eine Kreuzfahrt für zwei Personen gewinnen würdest und du müsstest einen der weiteren fünf Spieler aus dem Team MyDartCoach mitnehmen, wen würdest du mitnehmen? Also, ich denke mal wahrscheinlich Jonas. Mit Jonas komme ich so ganz gut immer klar. Ich glaube, wir haben auch vom Humor sind wir da relativ ähnlich. Wir haben halt auch bei der Super League dann abends immer ganz gern was gemacht. Da ganz gut klar gekommen. Von daher, ich glaube, mit Jonas wäre das schon relativ angenehm. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist dein Lieblingsgegner in diesem Jahr gewesen? Also wenn du gesehen hast, ich spiele gegen Spieler XY, bei wem hast du dich am meisten gefreut? Es ist tatsächlich im Nachhinein jetzt ziemlich lustig, weil es war eigentlich David Schlichting, der mir wirklich immer sehr, sehr, sehr gut gelegen hat. Halt auch beim Host Nation Qualifier im Halbfinale mit 5-0 gewonnen, davor schon ein, zweimal gewonnen und dann halt auch in der Super League den ersten Spieltag mit, glaub, 86 gegen 84 gewonnen. Da hatte ich immer das Gefühl, ich gewinne das. Ich glaube, das letzte Spiel verliere ich auch nur, weil ich da halt meine Chance halt schon sozusagen vergeben hatte, weiterzukommen. Und dort auch nicht mehr ganz dann auf der mentalen Höhe war. Also von daher, das ist eigentlich schon so eine Art Lieblingsgegner für mich. Was sind deine selbst erklärten Ziele für das kommende Jahr? Ja, fürs nächste Jahr auf jeden Fall einmal die European Tour Quali zu schaffen. Das wäre das Ziel, was ich halt vor allem vor Augen habe. Sonst halt die World Youth Championship wieder erreichen. Und Ja. sonst mal gucken, was so geht. Letzte Frage, da heute die Dart-WM beginnt, wer wird Weltmeister? Ja, ich habe ja das schon so ein bisschen auch in meiner Prediction reingehauen. Ich glaube, es gibt dieses Jahr die eine oder Überraschung. Ich mag es halt auch nicht, wenn immer jeder sagt, keine Ahnung, Michael van Gerwen oder Gervin Price holt das. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht mal ein Luke Humphries seine Zeit hat und vielleicht da mal den Laden ein bisschen aufmischen kann. Marvin, ich danke dir auf jeden Fall hier im kränkelnden Zustand, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, dich aufgerafft hast, diesen Jahresrückblick mit mir durchzugehen. War auf jeden Fall sehr interessant. Danke dir für die Einblicke und ich freue mich
auf das nächste Jahr, wo wir noch ja, viel im Podcast gemeinsam hier sitzen werden. Davon gehe ich stark aus. Also ja. Vielen Dank dir und gute Besserung, ne? Ja, danke, danke. Der nächste Spieler, der sich bei mir hier im Podcast eingefunden hat, ist Jonas Aplowski. Jonas, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hallo. Ja, gerne, hi. Jonas, wie geht es dir aktuell? Was macht dein Dartspiel im Moment? Stand Dezember 2022. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe selbst auch. Und ja, Darts ist jetzt natürlich gerade für die Amateure jetzt, sage ich mal, nicht so präsent. Also bei mir auch nicht. In letzter Zeit war halt nicht viel. Das Training startet dann, denke ich mal, Anfang nächstes Jahr und dann kann man ja auch wieder durchstarten. Wenn du einen Monat aus diesem Jahr noch einmal erleben dürftest, welcher Monat wäre es und warum? Ja, das ist eine gute Frage. War das November? Ja, halt die Super League wiederholen. Das war November. Ja, genau, November wegen der Super League, weil, ja, war nicht so doll in vielen Hinsichten. Was würdest du sagen, hast du dieses Jahr gelernt und was nimmst du aus diesem Jahr mit für die Zukunft? Ja, also man kann immer viel erreichen und schnell Fortschritte machen. Man darf sich daran nicht zu sehr gewöhnen. Man muss auch damit rechnen, dass es nicht immer so gut laufen wird. Deshalb sollte man einfach dranbleiben und wenn es mal nicht läuft, das nicht zu sehr bewerten, weil es gibt halt irgendwie, ist es immer fortlaufend, es gibt immer wieder neue Chancen und von daher passiert das und dann macht man einfach weiter. Ja. Ich glaube, wichtig ist, was man daraus mitnimmt, dass du quasi immer weitermachst und dass man niemals damit abschließt und aufgibt. Ja. Es gibt einfach viele Situationen, die wiederholen sich. Und da darf man sich nicht zu sehr dran aufhalten. Also das habe ich gemerkt. Wenn wir jetzt ganz ehrlich und tiefsinnig zurückschauen, was würdest du sagen, war dein persönlicher Tiefpunkt in diesem Jahr? Also was ist ein Moment, wo du sagst, das war nicht besonders gut, aber das habe ich quasi so durchlebt, da bin ich durchgekommen? Einen richtigen Tiefpunkt kann ich jetzt gar nicht benennen, weil ich vom Niveau her eigentlich durchgehend, was jetzt, sage ich mal, wichtige Turniere angeht, einigermaßen zufrieden bin, aber auch da halt die Super League aus einigen Gesichtspunkten war quasi der Tiefpunkt. Magst du da nochmal ein oder zwei Punkte aufführen und da ins Detail gehen? Ja, also natürlich ist es schade gewesen, beziehungsweise, ja, also es ist schade gewesen, dass man, also ich kein Spiel gewonnen habe letztendlich. Natürlich bin ich nicht der Einzige, der jetzt rausfliegt. Es gibt viele, die halt, sage ich mal, ein, zwei Spiele gewonnen haben. Wie gesagt, ich bin halt der Einzige, der keins gewonnen hat. Und das lag auch daran, dass mein Niveau nicht dem entsprochen hat, was ich mir da vorgenommen habe. Aber wie ich schon gesagt habe, war es jetzt auch nicht unterirdisch schlecht. Allerdings hat es da nicht gereicht. Und das größte Problem daran war oder ist im Nachhinein, dass das auch gefühlt an der Mentalität dann doch wieder lag. Und das ist halt so das Schlimme daran für mich. Das hätte man einfach anders bewältigen können und müssen. Aber naja. Aber würdest du sagen, dass du quasi daraus jetzt dann für die Zukunft gelernt hast und weißt, wie du das bei nächsten Chancen wieder anders angehst? Ja, das auf jeden Fall. Also klar,
das, was da passiert ist, will ich natürlich ändern. Hatte ich ja auch schon zum Teil geändert bekommen jetzt dieses Jahr. Das sind ja schon längere Probleme, aber natürlich ist es nicht so leicht, das von jetzt auf gleich zu ändern, und von daher, ja, kann man jetzt daran weiterarbeiten, und dann verbessert sich das von Zeit zu Zeit weiterhin, denke ich. Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Also das können wir fast so wegstreichen, das wird sich auf jeden Fall verändern, wenn du weiter dran arbeitest. Ja, klar. Wenn du das Ergebnis von einem Spiel dieses Jahr im Nachhinein ändern könntest, welches Spiel wäre dies und wie würdest du das Ergebnis verändern? Das wäre ganz einfach auf der DevTour gegen Nico Springer. Da müsste ich ja nicht mal viel ändern, außer die Matchstarts reinzumachen. Aber ja, das hat mir halt die Jugend-WM gekostet und es wäre auch ein cooler Sieg gewesen. Von daher wäre es das. Mhm. Welches ist für dich so das Spiel des Jahres aus dem Jahr 2022 von allen Dartspielen, die im TV gelaufen sind? Im TV? Also als Dart-Fan gesehen. Ja, klar. Wow, schwierige Frage. Ich sag Michael Smith gegen Joe Cullen. Das war ja, wow, war das Grand Slam? Grand Slam Viertelfinale. Genau, das was Turnier, was Michael Smith halt gewonnen hat, wo er halt gegen Joe Cullen 15, 13 hinten lag, glaube ich, wenn es bis 16 ging, und dann 16, 15 gewonnen hat. Mhm. Was halt auch vom Niveau her gut war. Wenn du im nächsten Jahr eine Kreuzfahrt für zwei Personen gewinnen würdest und du müsstest einen der weiteren fünf Spieler aus dem Team My Dart Coach mitnehmen, wen würdest du mitnehmen? Ja, dann würde ich natürlich Niklas mitnehmen. Ihr beiden Buddies aus dem Sauerland? Ja, schon. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist dein Lieblingsgegner in diesem Jahr gewesen? Also wenn du gesehen hast, ich spiele gegen Spieler XY, bei wem hast du dich am meisten gefreut? Das kann ich, würde ich sagen, gar nicht behaupten. Also ich habe nicht gegen viele Spieler mehrmals gespielt. Von daher wüsste ich jetzt nichts. Okay. Wüsstest du vielleicht einen Spieler, bei dem du dich nicht gefreut hast, wenn du gegen ihn gespielt hast? Ja, das... ja, Nico Springer, also der ist zum einen halt gut und zum anderen habe ich da Chancen vertan meistens und ja. Was sind deine selbst erklärten Ziele für das kommende Jahr? Ja, dann definitiv mit die Teilnahme an der Jugend-WM. Dadurch, dass ich jetzt auch alle Wochenenden spielen kann und möchte. Mhm. Ja, das wäre erstmal das erste Ziel. Dann vielleicht noch halt auf der Dev-Tour, also auf einem einzelnen Turnier, nochmal eine Runde verbessern im Gegensatz zum Vorjahr. Das wäre dann ein Viertelfinale. Das kann sein. Ich glaube dir da jetzt einfach mal, so genau weiß ich es nicht. Also wenn ich mich recht zurückerinnere an die Zeit in Hildesheim, hast du auf jeden Fall ein Achtelfinale gespielt. Ja. In dem besagten Turnier gegen Jim Mosten. Ja. Ja, das wären erstmal die Ziele. Letzte Frage. Wer wird Weltmeister? Ich sag wieder mal Michael Smith. Also was heißt wieder mal? Ich habe jetzt öfter vermutet, dass er halt allgemein mal ein Turnier gewinnt, hat er jetzt geschafft. Ja, bei der WM sage ich es auch weil ich es mir wünschen würde. Ja. Und ist jetzt auch, würde ich sagen, nicht so weit hergeholt. Von daher. Guter Call auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob du am Ende recht behältst.
Jonas, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast, hier im Podcast nochmal einen ehrlichen Blick auf das Jahr zurückzuwerfen. Und ja, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit im nächsten Jahr mit dir hier im Podcast, wo wir noch das eine oder andere dann bequatschen werden und bin gespannt auf das, was nächstes Jahr noch so kommt. Jo, da kann ich mich nur anschließen. Gut, perfekt. Danke. Mach's gut, Jonas, und wir switchen zum nächsten Spieler. Ciao. Ciao. Der nächste Spieler, der sich hier bei mir eingefunden hat, ist der wunderbare Felix Knappe. Hallo Felix. Hallo, ich grüße euch. Felix, wie geht's dir aktuell? Was macht dein Dartspiel im Moment? Stand Dezember 2022. Ja, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, dir natürlich auch. Ja. Mein Dartspiel, ja, also momentan geht's richtig gut. Tatsächlich spiele ich jetzt auch viel mehr im 70er-Bereich. Und dadurch, dass halt die Doppelquote auch endlich besser geworden ist. Und das fühlt sich natürlich sehr gut an, da ich ja im Januar wieder Gas geben will, gibt mir das natürlich wieder ein gutes Gefühl. Im Januar Gas geben heißt übersetzt? Qualifying School. Sehr cool. Felix, wenn du einen Monat aus diesem Jahr noch einmal erleben dürftest, welcher Monat wäre es und warum? Ja, schwierig. Dann würde ich, glaube ich, den Januar nehmen, weil da hat das Ganze ja, sag ich mal, so semi-professionell angefangen, indem ich da das erste Mal bei der Q-School dabei war. Und den Monat wünsche ich mir nochmal und den bekomme ich ja auch nochmal jetzt dann, wie gesagt, weil ich ja nochmal an der Q-School teilnehme. Was würdest du sagen, hast du dieses Jahr gelernt und was nimmst du aus diesem Jahr mit für die Zukunft? Ja gut, allgemein habe ich ja sehr viel Erfahrung gesammelt jetzt auf dem PDC-Circuit durch die ganzen European Tour Qualifier, die Q-School und so weiter. Da habe ich ja allgemein erstmal das Ganze drumherum kennengelernt, wie es da überhaupt alles abläuft. Dementsprechend kann ich da fürs neue Jahr ja quasi schon viel erfahrener rangehen. Also ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, wie die Abläufe da sind. Also ich fühle mich da dann einfach viel wohler als vielleicht beim ersten Mal, weil da wusste ich, wie gesagt, ja gar nicht so richtig, wie das Ganze da abläuft. Und da gehe ich ja jetzt mit einem ganz anderen Gefühl ran, weil ich mich da ja einfach schon wohlfühle und weiß, wie das Ganze läuft. Und so im Spiel, gibt es auch noch im Spiel ein Learning, was du quasi so gezogen hast? Ja, Drucksituation, ne? Also ich glaube, die kann ich besser handeln. Da hatte ich jetzt auch gerade online immer wieder auch viele Spiele, wo ich wirklich unter Druck stand und auch wusste, wenn ich jetzt vielleicht den entscheidenden Pfeil ins Doppel nicht reinmache, dass es dann bestraft wird. Und da war ich halt oft zur Stelle und habe den Pfeil dann halt wirklich auch ins Doppel geworfen. Ich denke, dass ich schon jetzt über das Jahr hinaus gelernt habe, mit Druck umzugehen. Gerade am Anfang des Jahres war es, glaube ich, schon auch so, dass ich mental relativ schnell gebrochen wurde. Was würdest du sagen, wenn du mal ganz ehrlich und tief da reinschaust, war dein Tiefpunkt in diesem Jahr? Also was ist ein Moment, wo du sagst, der war nicht besonders gut, aber das habe ich so durchlebt, da bin ich durchgekommen? Na, das war tatsächlich der große Qualifier-Block in Hildesheim, auf den ich mich ja schon so lange gefreut habe, weil ich wusste, ein ganzes Wochenende quasi European Tour Qualifier zu spielen und Associate Member Qualifier gegen viele gute Spieler, da habe ich mir ja so viel vorgenommen, bin eigentlich auch gut vorbereitet dahin gefahren. Und habe ja aber an dem Wochenende überhaupt nichts zustande gekriegt. Also da habe ich mich ja komplett schwer getan. Ich glaube, am letzten Tag habe ich nochmal so halbwegs mein Spiel gefunden. Aber ansonsten ging da ja gar nichts zusammen. Und da hatte ich ja dann auch so eine Phase, wo mir das dann kurzzeitig keinen Spaß gemacht hat. Da hatte ich ja, glaube ich, auch einen Monat oder so die Darts komplett weggelegt. Und bin dann aber jetzt ja wieder stärker zurückgekommen. Das ist die Hauptsache. Wenn du das Ergebnis von einem Spiel dieses Jahr im Nachhinein ändern könntest, welches Spiel wäre dies und wie würdest du das Ergebnis verändern? Tja, das ist schwer. Also, ich habe 5-0 gegen Nico Springer verloren, das würde ich gerne umschreiben auf 5-0 für mich. Aber sonst weiß ich nicht. Also, fällt mir jetzt, also ich kann mich, es ist schwer, weil das hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal beide besprochen. Ich habe ja tatsächlich eine sehr, sehr gute Decider-Quote, nämlich eine 100%-Quote auf den European Tour Qualifiern spielen. Das heißt, ich habe jedes Decider für mich entscheiden können. Dementsprechend fällt mir jetzt so eigentlich kein Spiel ein, wo ich sage, das würde ich gerne für mich umschreiben, weil wenn ich die Spiele verloren habe, dann habe ich die auch verdient verloren. Da war jetzt nicht wirklich Pech mit dem Spiel.
Also da fällt mir nichts so ein. Weißt du noch, bei welchem Turnier das war gegen Nico Springer? Ja, das war in Riesa. Bei irgendeinem European Tour Qualifier? Das war der European Tour Qualifier in Riesa und auch der erste für Riesa quasi. Also es wurden ja an dem Tag 3 Stück ausgespielt und das war der erste. Ja. Welches ist für dich als Dart-Fan so das Spiel des Jahres aus dem Jahr 2022 von allen Spielen, die im TV gelaufen sind? Gab es viele gute. Also ich sag mal so jetzt, was vielleicht noch nicht ganz so weit weg ist, Josh Wock gegen Michael Van Gerwen, was zwar einfach ein richtig geiles Spiel, wenn ich dran denke, Josh Wock spielt da auch einfach ein richtig geiles Spiel, haut Van Gerwen 9er um die Ohren, am Ende beeindruckt das MVG aber überhaupt nicht und er gewinnt das Spiel halt trotzdem. Für dich als Michael Van Gerwen Fan natürlich ein besonderer Moment. Ja, na sicher. So, wenn du im nächsten Jahr eine Kreuzfahrt für 2 Personen gewinnen würdest und du müsstest einen weiteren Spieler von den anderen 5 aus dem Team MyDartCoach mitnehmen, wen würdest du mitnehmen? Na, eigentlich würde ich ja immer mit Maria fahren. Was ist das denn für eine Frage? Ja, aber Maria steht jetzt nicht zur Auswahl, die hat hier keinen Sponsoring-Vertrag bekommen. Es geht um die anderen 5 Spieler. Ja, okay, verstanden. Dann lass mich kurz überlegen. Nein, ich würde mit dir fahren. Ich bin kein Spieler im Team. Ach so, ja, okay. Also ich zähle dir gerne nochmal auf, du hast Jonas, Marvin, Ricardo, Niklas und Luis zur Auswahl. Aber ich würde auch gerne mit dir auf eine Kreuzfahrt fahren, aber ich stehe hier nicht zur Debatte. Ja, nee, also ohne Scheiß, da fand ich ja das Teamwochenende sehr lustig und ich glaube, am meisten Spaß hätte ich mit Niklas. Okay, dann fährst du mit Niklas. Ja. Ist das jetzt so? Habe ich gewonnen? Du hast jetzt die Kreuzfahrt gewonnen, bezahlt vom Team MyDartCoach. Es geht, es ist eine 2-Tages-Kreuzfahrt, einmal von Kiel nach Kühlungsborn. Ja, okay, na ist doch gut. Nehme ich trotzdem. Auf dem Fischkutter. Du musst aber trotzdem noch mit fischen. Du hast ja gesagt, eine Kreuzfahrt. Ja, es ist auch im kleinen Sinne eine Kreuzfahrt. Ja, naja, ich kann auch mit Niklas angeln, der läuft auch ganz gut. Bestimmt, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist dein Lieblingsgegner in diesem Jahr gewesen? Also wenn du gesehen hast, ich spiele gegen Spieler XY, bei wem hast du dich am meisten gefreut? Habe ich keinen. Also zumindest jetzt nicht so, dass ich den spontan raushauen kann, vielleicht, nee. Ist mir egal, gegen wen. Aber gewinnen möchte ich ja trotzdem immer. Aber ich habe jetzt keinen, wo ich sage, ist mein Lieblingsgegner oder so. Was sind deine selbst erklärten Ziele für das kommende Jahr 2023? Ja, also keine Spiele mehr unter 60 auf jeden Fall im Average. Das möchte ich ja auch bei der Q-School auf jeden Fall schaffen, dass ich da mit diesen 50er-Sachen nichts mehr zu tun habe. Weil in letzter Zeit kam das halt auch fast gar nicht mehr vor und das will ich, dass es so weitergeht. Also einfach die Konstanz in meinem Wurf drinne behalten. Und ja, bei der Q-School will ich einfach wieder ganz viel Erfahrung sammeln. Schön wäre natürlich da auch meine ersten Siege zu holen. Letztes Jahr hat es ja nicht ganz geklappt, da hatte ich ja ein ziemlich hartes Bracket. Aber ansonsten natürlich auch zeitlich möchte ich das einfach hinbekommen, dass ich wieder so viele Qualifier wie möglich mitnehmen kann, so dass ich da quasi meinen Erfahrungsschatz weiter ausbauen kann. Sehr schön gesagt. Letzte Frage, da heute, wo der Podcast rauskommt, dann die WM beginnt. Was sagst du, wer wird Weltmeister? Das ist ja ganz klar. Das wird natürlich Michael Van Gerwen. Warum? Also, hatte ich ja schon mal gesagt, glaube ich, auch im Podcast. Also für mich, auch wenn er es auf dem Papier nicht ist, aber für mich immer noch die Nummer 1 der Welt. Und das hat er in diesem Jahr auch wieder gezeigt. Der hat halt mit Abstand das beste Jahr gespielt, auch wenn er Anfang des Jahres vielleicht nicht ganz aus dem Knick kam und nicht seine Leistung bringen konnte. Ich meine, da hat er ja auch noch viel rumexperimentiert, auch mit seinen Pfeilen. Und nach dem Wechsel mit Winmo, da hat er ja immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Mittlerweile hat er aber einfach sein Setup wieder gefunden und der zeigt ja auch einfach, was für starke Darts er spielen kann. Wie ich ja auch schon angesprochen habe, das Spiel gegen Josh Wock, der war ja völlig unbeeindruckt, was sein Gegner da gemacht hat. Und der hat ja nun mal phänomenal gespielt. Also ich glaube,
die sind schon alle gewarnt vor ihm. Also er, wie gesagt, er hat für mich das beste Jahr gespielt von allen. Hm. Eine kleine spontane Bonusfrage bekommst du noch. Mhm. Wer wird Weltmeister, wenn es kein gesetzter Spieler, sprich keiner aus den Top 32 sein darf und nicht Josh Rock? Dann wird es natürlich der Brasilianer Diogo Portella. Okay, dein brasilianischer Freund. Richtig. Schön wär's auf jeden Fall zu sehen. Das lassen wir mal als Schlusswort. Ich danke dir, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal mit mir gemeinsam auf das Jahr zurückgeschaut hast. Und auch dir sage ich freue mich sehr, im nächsten Jahr hier noch etliche Stunden mit dir im Podcast verbringen zu dürfen und weiter philosophieren zu dürfen über die Dartswelt. Danke dir und gehen wir zum nächsten Spieler über. Ciao, Felix. Danke, ciao. Spieler Nummer 5 aus dem Team My Dart Coach, der sich hier bei mir eingefunden hat, ist Luis Jansen. Hallo Luis, danke für die Zeit, dass du hier im Podcast nochmal mit dabei bist. Hallo, sehr gerne. Luis, wie geht's dir aktuell? Was macht dein Dartspiel im Moment so Stand Dezember 2022? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mein Dartspiel ist aktuell durchwachsen, würde ich behaupten. Also, ich würde sagen, das Tief, das ich bis jetzt noch nicht hatte, spätestens jetzt habe ich's. Okay. Du hattest ein bisschen Probleme mit dem Arm, dass du auch nicht ganz so viel spielen konntest in letzter Zeit, ne? Ja, das stimmt. Aber abgesehen davon würde ich trotzdem behaupten, mein Tief ist da. Und ja, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Luis, wenn du einen Monat aus diesem Jahr noch einmal erleben dürftest, welcher Monat wäre es und warum? Das wäre, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, der Juni. Auf jeden Fall der Monat, wo ich die Development Tour mitgespielt habe. Vielleicht war es auch Anfang Juli. Ich weiß es müsste gar nicht Juni mehr. Gewesen sein. Okay, ich glaub, gut. Den würde ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. War eine coole Erfahrung. Mit den Jungs hat Spaß gemacht. Und auch wenn ich jetzt nicht alle meine Ziele erreicht habe, würde ich trotzdem sagen, dass ich ja ganz zufrieden wieder nach Hause gefahren bin. Mhm. Was hast du dieses Jahr gelernt und was nimmst du mit aus diesem Jahr für die Zukunft? Gelernt habe ich, würde ich sagen, viel, vielleicht auch im mentalen Bereich, gar nicht unbedingt so im Spiel selber. Also ich weiß, wo der Fall hingehört, dass es ein gutes Ergebnis wird, aber auch durch die Zusammenarbeit mit Johannes, würde ich sagen, habe ich viel im mentalen Bereich dazu gelernt und das hat mir auch echt weitergeholfen. Ja, ich glaube auch, das ist gerade so die Sache bei jungen Spielern, dass sich da halt auch noch viel verändert und man in vielen Sachen quasi auch noch wachsen kann und daran quasi lernen kann. Wenn du sagst, dass das bei dir so im mentalen Bereich dieses Jahr der Fall ist, ist das doch ein guter Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Du hast das gerade schon mal so leicht angeteasert. Ist eine ehrliche Frage, was war dein Tiefpunkt in diesem Jahr? So, was ist ein Moment, wo du sagst, das war nicht besonders gut, aber das habe ich durchlebt, oder würdest du sagen, das ist jetzt halt gerade der Fall? Es ist schon jetzt der Fall, würde ich sagen. Also über eine längere Sicht, sage ich mal, ist es definitiv momentan der Fall. Natürlich habe ich auch Tiefpunkte gehabt im Laufe des Jahres an Tagen, sage ich mal. Also, dass es dann vielleicht nicht so lief und ich dachte, okay, das ist nicht das, was ich kann. Aber ich würde schon behaupten, dass es jetzt gerade in der Zeit der Fall ist. Woran merkst du das so, dass du jetzt gerade im Tief bist? Läuft das im Training nicht so oder woran merkst du das so? Ja, generell, es ist auch, oder was heißt früher, vor ein paar Monaten, würde ich sagen, habe ich auch die Dart-Turniere, die PDC-Turniere mehr verfolgt, als es momentan oder die letzten Wochen der Fall war. Und ja, im Training würde ich, wie soll ich es beschreiben, also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, wie ich es sonst auch gemacht habe, aber es kommt einfach nicht mehr, oder ich komme nicht mehr über diese, ja, wie sage ich das,
diesen Punkt drüber, wo es läuft. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber so, dass du diesen Touch nicht findest. Genau, genau. Und das lässt sich, oder das spiegelt sich dann auch im Training einfach wieder. Oder in Spielen generell, dass es einfach momentan nicht so rund läuft. Wenn du das Ergebnis von einem Spiel in diesem Jahr im Nachhinein ändern könntest, welches Spiel wäre dies und wie würdest du das Ergebnis verändern? Das weiß ich, kann ich dir sagen. Das wäre das erste Spiel der Development Tour gegen Danny Jansen. Habe ich 4-1 verloren und wenn ich es ändern könnte, hätte ich 4-3 gewonnen. Okay. Ja, ist auf jeden Fall verständlich gegen deinen Namensvetter. Ja, abgesehen davon, dass es mein Namensvetter ist, ich würde behaupten, dafür, dass es mein erstes Spiel auf der Development Tour war, habe ich, glaube ich, 71 Punkte im Schnitt gespielt, wo ich äußerst mit zufrieden war. In Betracht aufs erste Spiel. Definitiv, ja. Ja, das wäre so ein Spiel, was ich auf jeden Fall ändern würde, wenn ich könnte. Welches ist für dich als Darts-Fan so das Spiel des Jahres aus dem Jahr 2022 von allen Spielen, die so im TV gelaufen sind? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Das ist echt eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich trotzdem das Premier League Finale gewesen für mich. Das Premier League Finale. Ja. Cullen gegen Van Gerven. Ja. Habe ich hier bislang noch nicht gehört, ist aber tatsächlich ein sehr, sehr guter Pick, muss ich sagen. Ja. Also das war ein gutes Spiel, ja. Ja, das fand ich auch. Und Van Gerven ist ja momentan eh wieder sehr gut drauf. Ja, definitiv. Das war so ein Spiel. Okay, jetzt kommt eine tricky question. Wenn du im nächsten Jahr eine Kreuzfahrt für 2 Personen gewinnen würdest und du müsstest einen der weiteren 5 Spieler aus dem Team My Dart Coach mitnehmen, wen würdest du mitnehmen? Boah, du bist nicht mit eingerechnet, oder? Ich zähle nicht dazu, die anderen 5. Ich glaube, ich würde Niklas mitnehmen. Wieso? Weil ich mich eigentlich ganz gut mit ihm verstehe und keine Ahnung. Irgendwie bin ich mit dem auf einer Wellenlänge, wenn wir uns sehen oder wenn wir schreiben und sowas. Also ich verstehe mich auch mit den anderen alle echt gut, aber Felix, weiß ich nicht, der ist ein bisschen zu alt, glaube ich, für sowas. Ricardo ist ähnliches Alter wie Felix, ne? Ja, das weißt stimmt, du. Das stimmt. Nee, aber ich glaube, ich würde Niklas mitnehmen. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich, wer war in diesem Jahr dein Lieblingsgegner? Also wenn du gesehen hast, ich spiele gegen Spieler XY, bei wem hast du dich am meisten gefreut? Im Nachhinein würde ich fast sagen, obwohl ich es damals noch nicht wusste, Josh Rock. Auch gegen den habe ich ja auch auf der Development Tour gespielt, 4-0 verloren. Der ist ja auch momentan so in Bestform und so im Nachhinein betrachtet. Ja, hätte ich das vorher gewusst, dass es so kommt, dann hätte ich mich auf jeden Fall auf das Spiel am meisten gefreut, glaube ich. Ja. Was würdest du sagen, sind deine selbsterklärten Ziele für das kommende Jahr 2023? Ja, erstmal aus dem Tief rauskommen und dann auch wie letztes Jahr einfach mehr Erfahrung sammeln, konstanter werden, weiterhin Spaß zu haben und mich mit allen aus dem Team zu verstehen. Hast du einen konkreten Plan, wie du aus diesem Tief wieder rauskommen möchtest, oder sagst du einfach, ich versuche es möglichst locker anzugehen, laufen zu lassen, oder wie machst du das? Ja, genau, ich lasse es echt locker angehen, also ich mache mir da jetzt keinen Druck oder sowas. Ich mache alles genauso, wie ich es auch sonst gemacht habe, weil ich der Meinung bin, dass es, ich habe halt nichts verändert und das Training hat mir auch schon gezeigt,
vor ein paar Monaten, dass ich gut spielen kann. Von daher werde ich jetzt nicht so viel ändern und es einfach laufen lassen. Letzte Frage, da heute, wo der Podcast rauskommt, die Dart-WM beginnt. Wer wird Weltmeister? In der Prediction habe ich gesagt, Michael van Gerwen. Ich glaube, auch er wird es. Ich hoffe als Fan, dass es Peter Wright wird. Aber wenn man ehrlich ist, glaube ich schon, es wird van Gerwen. Ist, glaube ich, der deutlich sicherere Tipp, als Peter Wright zu sagen. Auch wenn der gewandte Podcast-Hörer natürlich weiß, dass du sehr mit Peter Wright sympathisierst. Ja, das ist super. Ja. Luis, ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast, um hier noch einmal gemeinsam auf dein Jahr zurückzublicken. War auf jeden Fall sehr nett mit dir und ich freue mich, habe ich auch den anderen schon gesagt, aber auch sage ich dir, freue mich auf alles weitere, was wir im nächsten Jahr dann noch hier im Podcast miteinander bequatschen und die Stunden, die wir hier vor dem Mikro verbringen werden. Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Das soll es dann auch gewesen sein mit der Podcast-Folge für heute. Dem wahren Kenner wird aufgefallen sein, ein Spieler haben wir leider nicht vors Mikrofon bekommen aus dem Team Made Art Coach, und zwar ist das Niklas Menz. Das hat leider termintechnisch nicht hingehauen. Von Niklas hätten wir auch gerne nochmal einen Jahresrückblick gehabt. Es lag unter anderem auch daran, dass er 2 Tage vor dem Start der Dart-WM und des Herauskommens dieses Podcasts Geburtstag hatte und das Ganze terminlich ein bisschen schwieriger war. Aber ich denke, im neuen Jahr werden wir dann nochmal Niklas schöner Stimme in diesem Podcast hier lauschen dürfen. Und spätestens dann, wenn Luis und Niklas von der Kreuzfahrt zurück sind, geht es dann auch im neuen Jahr wieder mit diesem Podcast richtig los. Als Team My Dart Coach wünschen wir euch jetzt eine schöne WM, eine gesegnete Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr, bleibt uns erhalten und wir freuen uns dann, euch im nächsten Jahr wieder hören zu können. Bis dahin, ciao! Ciao! Das war Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Die Zeit bis zur nächsten Folge nutzt du am besten beim Trainieren mit der My Dart Coach App.